Annemarie Wildeisens Kochen. Die größte unabhängige Kochzeitschrift der Schweiz präsentiert Kochen. Herzlich willkommen bei Kochen zu einer neuen Ausgabe von «Ein Korb, zwei Generationen». Mutter und Tochter, Autodidakt und Profi beschäftigen sich heute gut schweizerisch mit Käse. Wir haben zwar heute ein schweizerisches Produkt, trotzdem, mein Rezept kommt von unseren Nachbarn aus Österreich. Wir machen nämlich frittierte Käsenockerl. Und das sind die wichtigsten Zutaten. Toastbrot oder Weissbrot vom Vortag, Eier, Frischkäse, Öl zum Frittieren, Butter, griebige Gruyère, Paniermehl und glatten Peterling. Und alle weiteren Zutaten findet ihr in jedem Haushalt. Für Käsenockerl tue ich jetzt ganz zuerst Butter und Eigelb vermischen. Annemarie tut mir das Brot mitsamt der Rinde fein hacken. Das kann man mit der Maschine machen. Und das wird dann anschließend noch mit Frischkäse alles miteinander zusammen vermengt. Zu unserer Eigelb-Buttermasse kommen jetzt Toastbrotbrösel dazu und der Frischkäse. Das wird alles gut vermischt und muss anschließend nach 30 Minuten ruhen. Für mein Gericht fehlt jetzt einzig allein noch der Peterli, der fein gehackt werden muss und dann später mit dem Gruyère zu der Masse dazukommt. Die muss aber ja, wie gesagt, 30 Minuten stehen und in dieser Zeit kann die Annemarie bereits ihre Vorbereitungen treffen. Ich habe mich für ein gut schweizerisches Rezept, zumindest im Ansatz, entschieden, nämlich einen überbackenen Blumenkohl an einer Rahmkräutersauce. Und das sind die wichtigsten Zutaten, die wir für das Gericht brauchen. Ein Blumenkohl, Basilikum, glattblättrige Peterli, Rahm, Schnittlauch, geriebene Sprinz, Appenzeller und Milch. Alle weiteren Zutaten findet man in jedem Haushalt. Dass Florina nicht zur Übung auskommt beim Hacken, kann sie schon mal alle Kräuter vorbereiten, wenn sie mich den Blumenkohl rösten tun. Zeiten stürzen, entfernen, dann den Strunk zurückschneiden und, wenn man das gemacht hat, unten kreuzweise einschneiden. Das heisst, dass der ein bisschen zähere Strunk gleichzeitig garen tut wie die zarten Rösli. Dann in Salzwasser oder im Dampf nur gerade knackig garen. Und ich mache mich jetzt an die Zubereitung der Käsesauce. Auf kleinem Feuer tun wir ein bisschen Butter und Mehl etwa zu gleichen Teilen andünsten und dann langsam die Milch dazu rühren. Das Ganze aufkochen und 5 Minuten auf mittlerem bis kleinem Feuer köcheln. Jetzt kommt ein guter Schuss Rahm dazu. Anschliessend geriebene Sprinz und klein gewürfelte Appenzeller oder einen anderen Schweizer Käse. Lasst das Ganze auf kleinem Feuer unter Rühren schmelzen. Tünt zuallerletzt dann die vorbereiteten Kräuter von der Florina drunter rühren. Voilà. Und das Ganze mit viel Pfeffer, ein bisschen Muskat, wie ich vorher frisch gerieben habe, und Salz würzen. Ich habe den Blumenkohl aus dem Dampf geholt. Er ist noch warm. Und jetzt tun wir ihn übergiessen mit dieser Soße und anschliessend im 220 Grad heißen Ofen 12 bis 15 Minuten überbacken. Und jetzt kann Florina in Endspurt. Ich stelle jetzt meine Masse noch fertig. Dann kommt noch der Käse und Kräuter dazu. Und anschliessend kann ich formen und panieren. Und natürlich dürfen wir zum Schluss auch nicht vergessen zu würzen. Nebst wenig Salz, was wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel braucht, noch Pfeffer und ein bisschen Muskat. Die Annemarie kann für mich jetzt noch das Eiweiß leicht verquirlen, damit es besser geht, um nachher drinnen zu wälzen. Und ich forme aus der Masse jetzt mit 2 Löffeln schöne Nocken. Das kannst du eindeutig besser als ich. Jetzt kommt etwas, das am besten zu zweit geht, nämlich mit die Nocken panieren. Man muss ein bisschen Feingefühl walten und am besten zum in die Hände nehmen, Finger leicht anfüchten, einfach im Eiweiß drehen und dann hier ins Paniermehl geben. Und wie gesagt, es ist nichts für Grobmotoriker. Also je länger man hier wurschtelt, je weniger schön kommt es raus. Die Nockerl werden jetzt im heißen Frittieröl portionsweise rausfrittiert.
Und wenn sie so schön goldbraun sind wie die hier, dann kommen sie raus zum Abtropfen auf ein Küchenpapier. Und durch die nächste Portion ins Öl geben, währenddessen die fertigen Nockel im Ofen etwa bei 100 Grad warm stellen. Mein Blumenkohl kommt schön überbacken aus dem Ofen und wird natürlich direkt am Tisch auf Teller angerichtet. Meine Käsenockel kann man natürlich so einfach zum Apéro schnausen oder eben mit einem schönen grünen Salat anrichten. Und was zum Trinken dazu passt, das verrate ich jetzt gerade der Reto Puma. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann heisst es nämlich Lieblingsgericht. Wir wünschen Ihnen einen guten. Servus, grüezi und ahoi. Auch zu diesem Menü haben wir heute ganz einen besonderen Wein. Und zwar ist das der Chasselas Romand. Mit der schöne frische Farbe. Ja, ein Geschmack ist leicht mineralisch, doch mit einer frischen Note. Das heisst, er passt ausgezeichnet zu Salat, Gemüse, hellem Fleisch, aber auch leichter Küche allgemein. Am besten passt der Wein zum Essen so zwischen 10 bis 12 Grad. Zum Aperitif empfehle ich ihn ein bisschen kühler, das heisst so 7 bis 10 Grad. Ich wünsche Ihnen also guten Appetit und Salut miteinander! Lust auf mehr? Sämtliche TV-Rezepte und vieles mehr finden Sie in der neuen Ausgabe von Annemarie Wildeisens Kochen und im Internet unter www.wildeisen.ch.